Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Rundgang auf dem Sharina Server. Ich bin der Marius und bin auch heute nicht alleine zu Gast, denn ich habe dabei den Manam Black. Hallo. Ja, wir zeigen euch heute nach drei Aufnahmen-Fails wieder mal das, was wir bis jetzt gebaut haben auf der ersten Ebene. Und gehen Richtung, ich glaube, was war es für nach Osten? Westen. Ja, Westen. Ja, wirklich im Westen. Zum Rathaus, welches der Kevito gebaut hat. Und ja, dann gehen wir mal lang. Ja, wie den Spawn haben wir auch, habe ich auch schon ein bisschen angefangen, ein bisschen auszubauen, aber naja, wie gesagt, dauert noch ein bisschen, bis ich das fertig gekriegt habe. Also ich denke mal nicht, dass es fertig bekommen, bis die ersten VIPs hier draufgelassen werden. Hier hat Mega Racer ja, auch was der verändert. Mega Racer von dem Toten Server, der hat hier ein bisschen den Spawn hier gepimpt, die Außenbereiche. Finde ich ganz schick, hat er ganz schick gemacht. Ja. Finde ich auch. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal da hier Richtung lang. Ja, die Spawn-Ebenen habe ich schon mal in einem Let's Show gezeigt. Könnt ihr euch nochmal angucken. Werde ich hier irgendwo nochmal verlinken. Und ja, dann kommen wir jetzt auch schon zum Rathaus. Wir sehen schon, es ist ein etwas größeres Gebäude. Und auch eines der schönsten, wie ich finde. Finde ich auch. Ja, wie gesagt, das hat der Kevin gebaut, der Kevito, unser Chefarchitekt auf dem Server. Er hat angefangen mit diesem Nebengebäude hier. Schon ganz groß und ganz überragend. Und mir hat es, also uns hat es so gut gefallen, dass wir uns überlegt haben, dann müssen wir mehr aus machen. Dann haben wir mal geguckt, wie es aussieht, wenn wir das rüber kopieren. Und dann habe ich mir überlegt, das könnte das Rathaus werden, da wir zwar schon eins im Bau hatten, aber es war sehr klein, da kommen wir auch noch hin, das werde ich euch dann zeigen. Mal so kurz dran vorbeigehen. Und ja, dann hat der Kevin angefangen, hier das Hauptgebäude zu ziehen. Auch nochmal rüber, also hier auf der einen Seite, dann habe ich es nochmal rüber kopiert, so dass es halt zusammenhängend ist. Und ja, hier vorne halt der Platz, ganz schön. Eigentlich sollten hier drin auch noch Villager stehen, die Sachen verkaufen. Aber leider sind die irgendwie alle wieder weg. Ja, die hauen immer ab, ja. So, dann würde ich sagen, gehen wir in diese Richtung. Okay. Wollen wir nicht noch zeigen, was da vorne ist? Achso, ja, können wir kurz machen. Also wir zeigen zwar so die ersten Ebenen, aber halt, ihr könnt schon mal sehen, dass wir auch schon auf den höheren Ebenen bauen. Und zwar sind wir da gerade so bei, ich mache mal kurz schnell den Tag, bevor es ganz Nacht wird. Sind wir dabei, da hinten wird gerade gebaut, das große Gebäude, was ihr seht, das ist die Philharmonie von Tscherin. Eine Art Oper, Theater, bisschen alles mit drin. Davor, das ist ein evangelisches Gemeindehaus. Da, ja, wie, eigentlich ist Tscherin ja katholisch, ich bin es nicht, aber falls so wieder Fragen aufkommen. Aber halt, ist das halt viel vertreten. Die große Kirche, also die Kathedrale, ist halt katholisch. Und das kleine Gemeindehaus evangelisch. Ja, aber ihr seht da hinten schon, haben wir auch noch was gemacht. Ein kleines, ja, Ferienörtchen da hinten. Ein bisschen Wasser da hinten. Ein kleiner Teich, See, was auch immer. Da hinten könnt ihr das Wasser sehen, dass da ein Springbrunnen ist. Und ja, da hinten baut auch noch der Kevin ein kleines Haus. Und ja. Aber jetzt gehen wir mal wieder hier runter, weil das ist schon die zweite Ebene und uns interessiert nur die erste. Mhm. Ja, aber das finde ich auch sehr schick. So diese kleinen Wasserwände hier, so whoop. Ja, dazu kommen wir noch später bei am Ende. Am Ende, ja, auf der anderen Seite. Wir gehen einmal komplett um den ganzen Spawn herum und kommen dann wieder hier an und dann ist auch schon vorbei. Und was ich nur kurz sagen könnte, eingerichtet, ja, die Mammutaufgabe von jedes Mal von einem Sharin einrichten. Werden wir auf jeden Fall mal im nächsten eins Wochenende mal machen und dann mal uns hinsetzen. Warte. Oh, das wird mehr viel Arbeit, ja. Das Haus habe ich heute hier gebaut, nichts Besonderes. Finde ich ein bisschen hässlich. Den komischen Stone Slabs. Ich weiß, vielleicht mache ich die Stone Slabs nochmal weg. Sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Ja, kann man lassen. Ne? Also, wie gesagt, geht so. Hier haben wir die Feuerwehrwache, die der Frederick, der Realist, gebaut hat. Die uns auch von der Außenfassade, also hier, ja, ich kann es wir sagen, uns nicht so gefällt. Da gefallen mir die Häuser hier viel besser, die er auch gebaut hat. Und vielleicht könnte man das Ganze hier als Feuerwehrkomplex nehmen und das vielleicht wieder wegreißen. Dass man sagt, hier wohnen die Feuerwehrleute, dann sah hier halt die Hauptzentrale und so. Finde ich ganz schick, ich gehe mal hier runter. Ich möchte eher gehen, anstatt fliegen. Ich muss mal hier kurz mal meinen Maus richtig legen, so. Ja, hier hat er ein bisschen gearbeitet, ein bisschen rumgebaut. Finde ich ganz schick, vor allem hier dieses kleine Platz hier, wo man sich hinsetzen kann. Bisschen
genießen kann, die Sonne und die Luft, weil hier sieht man ja, bei mir bewegen sich die Blätter mit meinem Shader. Und ja, finde ich ganz schick. Und kann man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr draus machen, so hier kleine, ein paar Flaggen und Banner hinstellen, dass man weiß auch, wo man hier ist. So rot. Ja. Und ja, den Turm hat er nicht gebaut, er hat der Alex gebaut, der Alexnator, auch aus dem von dem Tautin-Server, auch ein VIP mit Rechten, das er bauen darf. Also die VIPs, die ich aussuche, die haben nicht das Recht zu bauen. Die haben das Recht, bei uns nur zuzugucken und uns Kritik zu geben an einzelnen Gebäuden. Und ich weiß, wer es noch nicht weiß, ausgelost wird das am Freitag. Da werde ich dann auch extra ein Video zu machen und damit ihr auch seht, dass hier keine Schiebung gibt oder sowas. Und ja, kommen wir auch jetzt hier schon, hier ist schon die Brücke und nicht da ganz hinten, wie ich es gedacht habe. Hier haben wir auch ein Haus von dem Realsty und mir gebaut. Und wir machen mal ein bisschen uns länger Zeit gelassen dafür und haben dann hier dieses kleine Schneekehäuschen hier hingestellt. Hier kann man auch, wenn man hier so ein bisschen erforscht, kann man hier so einen kleinen Weg sehen, dass man hier hochgehen kann. Ist man hier oben ein Haus, ob ich auf der zweiten Ebene ein Haus hast, der Manan gebaut hat, der sie gerade stumm gemacht hat. Und ja, da stehen auch die Schilder, dass das Dach, das erste auch mir noch nicht so gefallen hat, aber ich sehe es ein bisschen, oder sieht besser aus. Jetzt kann man die auch mal so wegmachen. Gut, und dann sehen wir auch schon hier einen Übergang, auf den man halt von unten nicht raufkommt. Man muss halt wieder, entweder hier so wieder rüberspringen, aber es wird auf jeden Fall so zugemacht mit, Bäume und so, dass man da nicht so einfach drüber springen kann. Das ist mir ganz wichtig. Diesen Übergang habe ich gebaut gehabt, dann nachdem ich wieder aus Köln kam. Und da hatte ich mir auch gleich so ein paar Gedanken gemacht. Da ist er wieder, der Mana. Hallo. hatte ich mir Gedanken gemacht, warum ich eigentlich immer diese Eile drin habe. Ich verstehe es nicht, woher das kommt. Also ich sehe kein... Haben die etwa die Eile reingepackt oder was? Kann ja gar nicht sein. Ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Muss ich auf jeden Fall nochmal auf den Grund gehen. Jedenfalls, als ich in Köln war, habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht und auch sehr viel Inspiration geholt. Und zwar habe ich auch gerade gesehen, dass nicht alle Straßen einfach mal so einfach mal eben so gerade durchgehen. Also ihr seht ja schon, hier geht's so gerade immer durch und das wäre langweilig gewesen, wenn es immer so ist. Und ja, jetzt muss man halt mal darüber gehen, wenn man auf die andere Straßenseite will, weil hier geht es nicht. Also das ist halt dann verboten, ihn drüber zu steigen. Dann muss man halt einen höheren Weg, also einen längeren Weg gehen. Finde ich doch gar nicht mal so schlecht und die Brücke sieht auch sehr geil aus. Ja, auch wieder mit der Wasserwand auf beiden Seiten, da hinten auch. Da haben auch der Mann und ich dran zusammen gebaut. Jo. Ja, fand ich sehr schick. Oder finde ich sehr schick. Ja, wenn wir hier weitergehen, hier ist schon alles ein bisschen voller und verwilderter, kann man sagen. Kann ich dich kurz unterbrechen? Und zwar, wäre es jetzt ein Problem, wenn du alleine weitermachen würdest? Weil ich jetzt auf muss. Das ist kein Problem, da musst du noch Tschüss sagen. Okay. Tschüss. Ich weiß jetzt nicht, ob er meinen Vater im Hintergrund gehört hat. Das Spiel gerade. Dortmund gegen Madrid. Hat wer gewonnen? ein Tor für Dortmund, schätze ich mal. Cool. Ja, interessant. Ja, gut, dann mache ich das alleine weiter. Dann sage ich mal auch mal Tschüss. Winke, winke. Tschüss. Und tschüss. Ja, da sind wir jetzt alleine. Kann ich auch ein bisschen mehr labern. ja, hier haben wir auch so ein bisschen schon eingerichtet, so wie ich sehe. Dann gehen wir mal rein. Das Haus hat ja auch der Freddy, glaube ich, gebaut. Bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass er es gebaut hat. Hier oben fehlt noch ein bisschen was, könnte man noch ein bisschen was reinsetzen. Aber sieht schon ganz schnick aus. Aber wir gehen nicht in jedes Haus rein, weil das wäre zu viel. Und ja, ich kann natürlich nur eine Seite zeigen, weil auf der nächsten Seite kann ich nicht gehen. Und es wäre auch zu lange, wenn ich jetzt jede einzelne Seite zeige. Jedenfalls hier haben wir zwar nicht angefangen zu bauen, aber habe halt ein bisschen weiter gebaut. Ups, es leckt gerade. Boah, Ruckel. Was ist jetzt los? Kommt klar. Dankeschön. Kleiner Frame-Einbruch hier. Irgendwie leckt es hier ganz schön dolle. Jetzt hört es wieder auf. Boah, was war das jetzt? Na, keine Ahnung. Passiert. So, ja, meine Schmiede, die aber höchstwahrscheinlich wieder wegkommt, weil
wie ihr in den letzten Videos gesehen, also in der letzten Timeless-Video gesehen habt, wir bauen hier einen Industriekomplex und eine Schmiede unter oder unter oder innerhalb eines Wohnkomplexes, sag ich mal, wo Leute wohnen, ist ein bisschen ja seltsam, und wir haben auch schon ein paar Schmieden oder eine Schmiede in dem Industriekomplex, wir können auch eine etwas größere bauen, also kommt die hier wieder weg. So, hier haben wir noch ein bisschen Platz, was wir zu bauen, und ja, mir ist bisher noch nicht eingefallen, was man hier auf diesem Platz bauen kann. Vielleicht fällt euch aber ein. Wie gesagt, wenn die weg ist, haben wir auf jeden Fall mehr Platz. Vielleicht fällt mir dann noch ein bisschen mehr was ein. So, hier kommen wir zur Schule von Charin. Zu der Grundschule, sage ich nächstes einfach mal. Wir können auch eine etwas größere Hochschule und noch eine Uni bauen. Wollen wir auch noch bauen. Ja, die Schule hat auch der Kivido gebaut. Und die gefällt mir auch sehr, auch richtig gut. Hier unten fehlen halt noch die Schulräume, die hier unten reinkommen sollen. Aber oben halt schon ein bisschen alles ausgebaut. Wir können hier mal versuchen hochzugehen. Ja. Weiter. Immer weiter hoch. So, dann sind wir hier oben so ungefähr. Können wir schon sehen, dass es hier mal. Ich weiß nicht, was er sich dabei denkt, was er hier noch reinbauen möchte. Mein Gott. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, auf jeden Fall hier oben ganz am Dach. Ganz oben. Ach, ja, am Dach. Gut, ja, kann man so also sagen. Muss man aber nicht. Jedenfalls, was mir gefällt, ich weiß nicht, ob wir da jetzt hinkommen. Versuche ich mal jetzt, muss ich mal ein bisschen tricksen hier. Also ich gehe jetzt mal wieder raus, dann kann ich es euch von oben zeigen. Ich mag diesen Übergang hier, oder halt so diesen Laufweg, dass man hier so gucken kann und so, hallo, Kuckuck, winke, winke. Ja, ne? Auf jeden Fall gefällt mir sehr, dass das Rad ist euch schon. Die Schule hat auf jeden Fall wirklich was extrem Geiles. Und ja, kommen wir jetzt zu dem Gebäude hier. Das habe ich gebaut. Da habe ich auch mal einfach mal so ein bisschen, habe ich zwei unterschiedliche Häuser gebaut, also unterschiedliche Formen gemacht und die dann mit so einer kleinen Flur hier verbunden. Und wir können mal reingehen. Wie gesagt, drin ist ja nichts. Wenn wir jetzt hier halt herkommen. Also da haben wir einen kleinen Garten mit einem großen Baum und hier etwas Verwilderung, sodass man nicht direkt auf den Garten sehen kann. Das sollte zu sein. Und hier haben wir einen kleinen Weg, den man sich durchschlängeln kann. Und ja, da sind wir auch schon durch. Also noch nicht ganz, aber halt dadurch. So, und dann kommen wir jetzt hier auch zu einem Gebäude, was ich gebaut habe. Jetzt wird schon wieder Nacht, machen wir schnell wieder Tag. Ja, hier, das ist eine Ladenpassage, wo mehrere Läden miteinander verbunden sind. Das habe ich gebaut, habe ich euch schon gesagt. Ich sag's nochmal. ja, oben und unten halt. Ich weiß nicht, ob ich oben halt Wohnräume für die mache oder auch Laden. Also dass halt die Läden mehrstöckig sind. Was hier halt für Läden drin sind, können wir mal kurz sehen. Hier ist ein Bauladen, also jetzt wo Baudesign gibt, ein Bioladen, halt wo es dann so Karotten und sowas drin gibt. Ein Buchladen, eine Metzgerei. Und da hinten haben wir dann, hier haben wir dann eine Bäckerei und einen Blumenladen. Die Bäckerei passt hier sehr gut, weil ich hier so eine kleine Einbuchtung habe. Und dann könnte ich hier so, sag ich mal, so einen Ofen hin machen. Und ja, noch hier halt so ein Tresen, wo dann halt alle Leckereien dastehen. Und dann kann man da einkaufen. Hier haben wir ein Haus, da habe ich jetzt die Bauarbeit ein bisschen gestoppt, weil ich andere Projekte hatte. Muss ich auch noch fertig bauen, weiß ich, ist aber noch nicht ganz fertig. So, da kommen wir gleich zu, aber erstmal kommen wir hier zu. Auch ein sehr geiles Gebäude, das ich jetzt der Megawester gebaut hat. Sollte ursprünglich das Rathaus werden. Und jetzt vergleicht mal das Rathaus, wenn es das Rathaus geworden wäre, hätte es hier überhaupt nicht reingepasst. Nicht, weil es vom Bauen, also weil es schlecht aussehen würde, um Gottes Willen, ist sehr hammer aus. Gerade wenn man hier unten so steht. Das richtig geil aus, aber es wäre viel zu klein gewesen. Rathaus für mich ist etwas Besonderes, so ein bisschen mit dem Mittelpunkt. Es markiert Mittelpunkt, so wie die Kathedrale den Mittelpunkt markiert, da kommen wir auch noch hin, die steht da hinten. Jetzt wird es eine Taverne und ein Hotel, also eine Taverne und Hotel, so um den Dreh. Ist aber auch noch nicht ganz fertig, weil der Megawaster sich ein bisschen ziert, hier daran weiterzubauen, beziehungsweise keinen Bock hat und auch sehr viel andere Sachen zu tun hat. Ich kann das verstehen, ich zwinge auch niemanden zum Bauen.
Aber ich wäre es, würde es bevorzugen, wenn es beim nächsten Let's Show dann fertig, beim nächsten Let's Show dann fertig ist. Werde ich nochmal in den Arsch treten müssen. So, dann kommen wir jetzt zur Timelapse, was wir in der Timelapse gebaut haben. Das Gebäude wurde nicht in der Timelapse gebaut, das daran baut der Saito Art, der hier auch mitbaut. Und ja, das werden wir auf jeden Fall wahrscheinlich nochmal ein bisschen wegstellen, weil da es irgendwie für den kleinen Platz nicht wirklich reinpasst. Wollen wir mal schauen, wie das Ganze dann am Ende aussieht und was er daraus gemacht hat. Jedenfalls kommen wir jetzt hierher und sehen schon, ist das ein ganz anderer Baustil, den ihr gerade gesehen habt. Es wird ein bisschen düsterer. Der Himmel wird grün. Was ja ganz normal ist. Das Wasser wird grün. Hier muss ich auch noch tricksen, weil da hat der Kevin nicht drauf geachtet, dass eigentlich da die Grenze ist. Aber gut. Aber wo hätte was, ne? Hier, no, hier ist so fast normal. Und da ist es grün. So, aber wir beschäftigen uns nur mit der ersten. Ich kann ja mal ein bisschen rüberfliegen, weil eigentlich müsste ich jetzt so Unterstützung haben, weil ich habe da nicht so viel gebaut und war nur für die Timely zuständig, dass ich das aufnehme. Können wir ein bisschen rüberfliegen. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier vorne von dem Odiak, der neue, der Mar also Marlon heißt der, RL, der hat hier den Good Time Club gebaut, also ein bisschen halt nachgebaut, also nicht komplett nachgebaut, also halt so ein bisschen angelehnt. Wer den Good Time Club kennt, der weiß, wovon ich spreche. Ich spreche von Bioshock Infinite. Nochmal geiles Game, könnt ihr ja mal, oder auf jeden Fall, oder ich sage es mal so, auf jeden Fall zocken. Und ja, das Ganze überstreckt sich jetzt über vier Gebiete. Die ersten zwei sind fertig, die nächsten zwei wollen wir am Wochenende dann fertigstellen. Und ja, haben wir schon angefangen, hier einen Baum, auch was der Alex gebaut hat. Der Alex und der Patrick können das ja sehr gut. Vor allem, dass die Baumstämme also nicht so offen liegen, finde ich extrem nice. Und ja, gehen wir dann mal weiter. Hier haben wir eine kleine Brücke, die ich gebaut habe. Und es leckert schon wieder, es leckert. Ha, es leckert. Das ist ein neues Wort. Die Brücke habe ich gebaut, während ich die Straßen gezogen habe, also die Straßen für die Gebiete. Und ich finde, passt die auf jeden Fall sehr gut rein. Denn wir haben dann halt hier einen kleinen Übergang und hebt sich ein bisschen ab und ist auch ein kleines, ja, ich will mal sagen, ja, was anderes. Hebt sich mal ein bisschen ab, so, das kann man dazu sagen. Und hier haben wir auch einen kleinen also eine kleine Unterführung, wo es Lava tropft. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt hier ist. Irgendwo hier in dieser, da. Da tropft es Lava. So, aufpassen, wenn man hier durchgeht, dass man da nicht von getroffen wird, dann wird es heiß an der Birne. Und wir sehen hier auch schon die Kathedrale. Die Kathedrale schauen wir uns auch an, obwohl hier jetzt auf der zweiten Ebene steht, aber wir sind jetzt hier auf der zweiten Ebene. Hier kann man wieder runtergehen. Und hier durch, hier hat es angefangen. Hier hat der Kevin diese Türme hier gebaut. Hier sind wahrscheinlich Windkrafträder, die halt, ja, halt, wenn Wind ist, halt angetrieben werden, dann da halt das irgendwie Dampfturbinen anwerfen und so. Spielt alles ein bisschen Steampunk, Mittelalter so um den Dreh. Es hat keine richtige Zeit, aber naja, ihr wisst, was ich meine. So, dann kommen wir jetzt hier lang. Ich glaube, das hat auch der Frederik gebaut. Ich weiß, und habe ich das gebaut? Ich weiß gar nicht mehr. Könnte mein Baustil sein, könnte aber auch der von Freddy sein. Ich weiß es gerade nicht. So, hier sehen wir auch schon, da baue ich gerade. Ne, da baue ich nicht gerade. Das habe ich auch. Egal. Nee, wenn wir jetzt hier. Ich will jetzt euch die Kathedrale zeigen. Die Kathedrale, der Dom von Scherin. Habe ich schon länger auf der Platte gehabt. Also der ist nicht hier gebaut worden. Und ja, wir gehen aber jetzt mal rein, weil drin ist etwas Cooles. So, hier haben wir heute auch ein bisschen dran gearbeitet. Da hat der Mana Black hier so ein bisschen alles ein bisschen verziert, so mit Blumen und so, dass es hier so ein bisschen abhebt und man halt hier eingeladen wird. So. Hier drin, hier werde ich auf jeden Fall noch ein paar Brunnen rein machen, so dass man noch, oder ein paar Statuen. Mal schauen, vielleicht, dass die dann halt so einen Speer in der Hand halten und dann halt da so über Kreuz stehen. Hätte was Cooles. Ich weiß noch nicht, ob der Platz dafür reicht. Und da hinten sehen wir auch schon, strecken sich vier Beacons in die Lüfte, um zu markieren, dass da etwas ist. Das gucken wir auch an. Die Decke, die war früher beleuchtet oder war bis anbeleuchtet, die habe ich jetzt komplett dunkel gemacht, weil
keine Kirchendecke ist beleuchtet. Ja, was ich ja sehr gerne mag, ist halt, wie der Schatten von den Shadern durch die Fenster bricht und hier halt hier so ein bisschen Licht spendet. Also ihr seht schon, die Kathedrale ist sehr, sehr riesig. Und da kommen wir jetzt auch schon hin. So eine Art Altar. Und da steht auch was. Hier ruht König Marius I., Gründer von Scharin. Ja, das hat was von der Geschichte zu tun, die ich gerade am Schreiben bin. Und wie gesagt, es das heißt ja aus der Asche, beziehungsweise das Erbe. Und in der Geschichte ist halt so, dass der König, dem letzten Scharin auch mit wieder, also der war. Huch, es leckte wieder. Ja, was soll ich sagen? Ja, dem letzten Scharin war, gestorben ist, jetzt nicht irgendwie durch Mord oder so, einfach nur durch Krankheit und Alter. Er hat ein sterbliches Leben gewählt. Und ja, jetzt der jetzige König ist halt sein Erbe, sein Sohn und baut ein neues Scharin auf. Aber dazu werden wir dann in den nächsten Videos und auch Geschichte, also ich werde auch noch einen kleinen Film machen wollen. Wenn wir dazu kommen, da suche ich auch noch ein paar Leute, vielleicht noch ein paar VIPs dazu. Sonst wird das Ganze wahrscheinlich nicht klappen. Ja, dann haben wir ja noch so ein Altar so ein bisschen. Die Bilder passen zwar jetzt nicht so wirklich dazu, bei mir im Texture Pack, kann man aber noch ändern. Und ja, hier haben wir halt dann diese Podeste, wo halt dann die Priester stehen. Sehen zwar jetzt nicht allzu lustig aus, aber halt, halt eine Seite hier, die andere Seite halt dann da hinten, dem Priester zuhören kann. Und ja, hier die Priesterräume. Ich möchte auch noch, dass hier unten Katakomben reinbauen, hier reinbauen, so eigentlich von den ersten Mitbauern von Scharin, dass die halt hier auch noch gewürdigt werden und so. Ist halt alles noch in Arbeit und noch lange nicht fertig. So, aber hier kommen wir jetzt zu den, ja, Räumen, wo die Priester halt sich auf die Messe vorbereiten, wenn wir noch höher kommen. Auf der anderen Seite ist das zwar schon gebaut, hier nicht. Hier kommen halt dann zu den Kanzeln, so heißt es, glaube ich. So, Priesterkanzel hier, soll das halt dann eine Bibel symbolisieren, dann kann man halt hier halt sprechen und seine Predigt abhalten. Wie gesagt, wenn ich jetzt höher gehe, möchte, wenn ich hier höher, dann kommen wir noch halt zu einem Punkt. Hier, und da hinten sehen wir es auch schon, da fliege ich jetzt mal schnell rüber, damit wir das einen Blick haben. Bzzzt. Hier ist, kommt, fehlt noch ein bisschen Licht. Licht soll auch noch hier zukommen. Dann haben wir hier halt so, ja, Archive, Bücher, so alte Schriften, also Überlieferungen, und ich möchte auch noch, also bei ein paar Geschichten ja noch reinschreiben, die überliefert wurden aus älteren Scharinen. Es gab ja, also mittlerweile ist das vierte Scharin, das muss man sich überlegen. Und ja, da oben haben wir die Orgel. Und ja, kommt man dann, glaube ich, auch schon hoch. Ich glaube, ja, wenn mich alles täuscht, da kommt man, glaube ich, hoch. Ja, doch, da kommen wir noch. So, gehen wir mal ganz schön hoch. Zap, 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 zap. Immer schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Jetzt sind wir hier oben. Praktisch hier sitzt dann vielleicht der König und die Königin. Man hört dann dazu, aber es sieht ein bisschen, ja, sehr geil. Wirklich sehr geil. Oder hier sitzen halt die ganzen VIPs und die etwas besseren Leute, so. Die könnten vielleicht auch dann halt, ja, mal schauen. Hier sitzt halt der göttliche DJ, dann halt die Platten reinschmeißt. So und so. Leg auf Jesus, so nach dem Motto. So, und dann guckt man hier rein. Was habe ich mir hier eigentlich beigedacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier lebt dann halt der Glöckner von Notre Dame. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht mehr, was ich hier noch. Ja, doch. Ich glaube, das hatte ich mir mal so überlegt. Dass hier halt der Mannequin lebt, oder halt, oder halt der Hausmeister, beziehungsweise, sag ich jetzt mal so, als ich das gebaut habe, da, was war das, 2011, 12, ich weiß es gar nicht. So, dann gehen wir auf jeden Fall wieder raus, und wir sehen, es ist Nacht, wir wollen aber Tag, das ist schöner. So, und hier haben wir auch, ja, ein bisschen Verzierung und, Bäume. Da hinten, ich weiß nicht, ob man die lustigen, ah ja, doch, man sieht die Hand. So, da will ich hier mal ganz kurz hin. Ja, also hier sieht ihr ja noch einiges vor uns, was wir hier zu bebauen. So, und hier haben wir halt ein, ja,
keine Ahnung, was er da, das ist halt eigentlich da, halt ein Ritter, der halt, hier, also ab hier fangen, sag ich mal, so ein bisschen die Slums an, das ist die höchste oben, höchste Ebene. Und wenn mich nicht alles täuscht, die fünfte oder sechste, und ich hatte ja insgesamt sieben geplant, wäre jetzt aber, acht geplant und will es bei den sieben wahrscheinlich lassen. Schauen wir mal, wie das Ganze dann am Ende aussieht. Ja, wir haben noch einiges vor. Auf jeden Fall. Und so eine kleine Qual, die Leute immer dazu zu treiben, mal zu bauen. Weil nicht immer hat man Lust. Ich habe auch nicht immer Lust, gehen wir ganz offen zu. Aber wenn ich dann halt anfange, kriege ich irgendwann wieder Lust. Und wenn ich das halt so sehe, was wir hier bauen, dann ist die Lust umso größer. Okay, dann kommen wir jetzt hier wieder zu dem Let's Show. Hier haben wir ein Gebäude, was auch der Frederik gebaut hat, das Restaurant und Hansa Crystal oder Kristall. Fehlt halt noch der Name. Die Namen war hier schon rangeschrieben, aber da fehlt jetzt noch der Name. Wie gesagt, Restaurant, muss ich nicht groß erklären, Tanzsaal auch nicht. Hier oben ist der Tanzsaal. Wie gesagt, hat der Freddy gebaut, finde ich ganz schick, hat auch eine gute Funktion. Wie gesagt, ich wollte auch mehrere Gebäude mit Funktion haben. Und ja. Gut, hier kommen wir zu dem Haus von dem Saito Art, den Tobias. Sein erstes Haus hier finde ich auch sehr schick, vor allem das hier mag ich, diese kleine, ja, diese kleine offene Fläche, so als kleine Terrasse, dass man hier sitzen kann und sich das angucken kann. Und hier haben wir eine Herberge und Bank. Ja, wieso Herberge und Bank ein Gebäude, das weiß ich nicht, da müsst ihr auch nochmal den Freddy fragen. Der kann das bestimmt beantworten. Ja, wie gesagt, alles eingerichtet, er richtet sehr schnell ein, also zwar schlicht, aber gut. So, dass man sagen kann, ja, das passt. Das ist hier so, also man weiß, was darstellen soll. Und ja, fliegen wir weiter. Ja, haben wir auch noch ein paar Gebäude und dann sind wir auch schon wieder beim Rathaus angekommen. Das heißt, wir nähern uns dem Ende des Let's-Shows. Und ja, dann sind wir nochmal hier vorne. Kann ich ja nochmal einmal kurz über Scharin rüberfliegen, so dass ich nochmal einen guten Überblick habe. Das habt ihr ja noch gar nicht hinten gesehen, so wirklich. Ja. Wie gesagt, Charin ist das mit am detailreichste und das funktionellste Charin, was jemals erbaut wurde. Mit den Leuten hier zu bauen, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ja, ich hoffe, dass es auch erstmal so bleibt und wir sich wieder in der Mitte trennen und oder halt wieder alle wieder keinen Bock haben und das alles hier verwerfen. Aber eins kann ich euch sagen, dieses Ferien wird definitiv das letzte. Ich werde, wenn es zu einem kurzen Stopp des Baus kommen würde, würde ich nicht wieder ein neues anfangen, sondern dann wieder hier die Arbeiten dran aufnehmen, weil ich finde, was hier schon drin geleistet wurde, wie viel Arbeit reingesteckt wurde, ist schon mehr als in den letzten dreien. Gut, in den zweiten Scharinen, da, die da nicht dabei waren, also die dabei waren, wissen, dass auch sehr viel Arbeit war. Aber so vom Detailreichtum an gefällt mir diese Scharinen hiermit am besten. Und ja, vor allem hier, dieses Projekt hier hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir auch dann am Wochenende weiterführen, dass alle dann da sind, um uns weiterzubauen. Ja, da steht ein Bild in der Luft. Sehr geil. Ja, baut sich heute wieder nicht so schnell auf, weil mein Internet heute wieder lahm ist. Hust, hust, Telekom! Naja, ich werde bald zu Kongstar wechseln und dann habe ich auch besseres Internet. Hoffentlich. Ja, wie gesagt, hier baue ich halt noch dran und es gibt auch noch einige Gebäude, die noch nicht fertiggestellt habe. Aber. Ja, aber. Was aber? Nee, aber ich verabschiede mich jetzt. So, das will ich jetzt sagen. Ich stelle mich jetzt hier hin. Kann aber noch kurz sagen, dass ich sehr dankbar bin für jetzt mittlerweile 185 Abonnenten, dass das VIPs-Gewinnspiel so gut auf mich ankam. Wer lesen kann, also wer es gelesen hat, nicht mehr zwei können bloß gewinnen, sondern jetzt vier, weil ja, ja, zu viel Zuspruch ich bekommen habe. Es ist unglaublich und ich bedanke mich dafür auch und heiße auch die neuen Abonnenten unter euch ganz herzlich willkommen. Mein Gott, mein Deutsch heute wieder. Und ja, wie gesagt, am Freitag werde ich das
Gewinnspiel auslosen. Wünsche euch allen noch viel Glück und ja, drückt euch die Daumen. Wie gesagt, Doppelpost werde ich löschen, weil es ist wäre unfair anderen gegenüber, wenn ein Name da 3000 Mal drin stehen würde. Also ich mache mir die Arbeit und lese alle Kommentare noch durch, um wirklich Doppelpost zu vermeiden. Aber nun gut, das war's von mir, das war's von dem Let's Show. Im Namen des ganzen CBTs verabschiede ich mich. Euer Nix-Fan, bis demnächst, bleibt mir treu. Tschö.